So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Humish an diesem wunderschönen Mittwoch. Und ja, heute kommt wieder eine Mission von der Albaner, aber bevor wir die Mission vom Albaner spielen werden, haben wir jetzt einen unbekannten Missionsmacher hier. Und du hast den Namen leider, also du hast den Namen überhaupt nicht erwähnt, du hast einfach nur hingeschrieben mit freundlichen Grüßen, unbekannter Typ oder so, keine Ahnung. Und ja, wir werden dann jetzt mal gleich erfahren, wie du wirklich heißt. Also es heißt hier gegen Big Smoke, die Vagus Gang und die chinesische Gang. Und dann die Mission von der Albaner, das neue Baby von Vasitur. So. Wir spielen jetzt erstmal gegen Big Smoke. Und dann werden wir mal hoffentlich dann mit dem Missionsmacher erfahren. Ansonsten werde ich einfach unten hinschreiben, unbekannt. Wenn es nicht stehen wird. Okay. Los geht's. Gegen Big Smoke. Hol dein geiles Grossread-Auto. Ach, er heißt wirklich unbekannter Typ. Okay, na dann. Dann holen wir uns mal einen Grossread-Wagen hier. Fahr zu Konstantin. Okay, ich fahr zu Konstantin. Wow. Nett. Also, du hast ja auch hingeschrieben, dass du ein Anfänger bist. Und für den Anfang sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht nicht gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ist dir das aufgefallen? Also, mir fällt das gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Konstantin, und wohin? Das ist. Ach, ich scheiß drauf. Wirst du gleich erfahren. Was hast du gemacht? Meine 5 Big Macs aufgegessen. Rekord. Okay. Fahr dorthin. Wieso? Meine Frage, wieso? Wieso müssen wir dorthin fahren? Scheiß drauf, wir fahren einfach dorthin. Nein! Ich dachte schon. So, dann fahren wir jetzt mal dorthin. Weißt du, ein weiser Mann sagte immer YOLO. Jojo durch das Leben, dann ist alles gut. Siehst du, geht doch. Ich sollte mal öfters auf so welche weisen Ratschläge folgen. Befolgen. So, sind wir jetzt hier. Da war Rick Grimes gewesen. Und jetzt machen wir hier einen Drift. Wow. Steig in den Helikopter. Ach, das sind Freunde. Okay. Einer hat. Okay, die haben beide Shotguns. Okay, ich habe auch eine Shotgun. Okay. Schön. Steigt ein. Fliegt zur Grove Street. Ich stelle keine Fragen. Ich stelle jetzt mal lieber keine Fragen. Sag mal, steigst du jetzt ein oder nicht? Ich kann auch ohne dich fahren. Aber fliegen. So. Auf zur Grove Street. Wieso haben nicht gleich einen Wagen genommen? So, was. Ah, da kann man so, Monster-Stunt machen. Soweit ich weiß. Ach ja, ich habe wieder die Auflösung hier geändert. Ich habe seit. Also. Dann geht das an der Spot. Da hatte ich eine Auflösung von 1280x768 gehabt. Ist mir dann später im Nachhinein aufgefallen. Und ich weiß nicht, wegen der Auflösung hat das irgendwie ein bisschen geruckelt. Jetzt habe ich die Auflösung wieder auf 720p eingestellt und die Lags sind. Also es ist wieder flüssiger geworden. Also, keine Ahnung wieso, aber ja. Ich hab keine Ahnung. Scheiß drauf. Jetzt fliegen wir erstmal zu Rose Street. Und gucken, was da für eine Scheiße ablaufen wird. So, vorsichtig! Vorsichtig landen. Und wir sind da. Hilfe! Ich werde von den Ballers angegriffen! Kill die Ballers! Yeah, of course! Baller! Natürlich sind sie mit Grünwagen. Oh. Oh. Ups, sorry. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Komm schon, das hättest du alleine geschafft. 4 Ballers. Wann das noch geht. Fliegt zu Ballers Gang. Okay. Dann fliegen wir mal zu Ballers Gang. Alle einsteigen.
Los geht's. Oh shit. So. Dann fliegen wir jetzt mal zur Ballast Gang. Weißt du? Die Story hat jetzt hier überhaupt keinen Sinn. Fällt mir ganz so auf, ne? Also. Wieso musste ich dorthin fliegen? Wieso muss ich dorthin fahren? Wieso sind auf einmal zwei Typen aufgetaucht? Wieso muss ich diese ganze Scheiße hier alles machen? Keine Ahnung. Alles ist unbekannt. Das ist so. So ein plötzliches. Wie ein plötzlicher Anfang ist das hier. Kill den Cop. Was? Das ist doch cool. What the fuck? Wieso ist das gerade in die Luft geflogen? Und vor allem es tauchen erstmal ein paar SWAT-Einheiten hier. So, da hinten ist der Cop. Ich möchte erstmal noch die M4er nehmen. Shit, den holen wir uns jetzt. Only Headshot habe ich gehört. Nein, da hält mehr aus. Stirb. Oh, nicht ducken. Poleski. Nein. Geh zum Eingang. Oh shit. Noch mehr. Oh, fuck it. Wo sind denn. Oh. Jetzt habe ich euch bemerkt, die kleinen Penner. So. Los rein da. So, jetzt bringen wir Big Smoke und die anderen um. Aus irgendeinem beschissenen Grund. Mann, da haben die wohl gegen die SWAT gekämpft. Oh. Okay, da kommt erstmal von oben runter. Das erklärt auch die explodierenden Autos. Ah. Verständlich. Geh rein und kill den Schwarzen. No racist. Cop und weiterzukommen. Okay. Guten Tag. Danke für die wunderschöne Kalaschnikow. Und schön, dass ich alleine bin. Naja, scheiß drauf. Oh! Cop, 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 cop. Böse Cops. Hallo? Oh. Rick, was machst du? Rick, was machst du hier? Guten Tag. Oh, der hat eine Shotgun gehabt, Alter. Guten Tag. Guten Tag. Na, oh, böse Shotgun. Böse Shotgun. Einige Polizisten können wirklich Shotgun sprechen, ist mir aufgefallen, ne? Vor allem die Shotgun gehört mir. Fuck. Oh, das ist Hernandez, oder? Yep. Damn it. Kill Ryder, um weiterzukommen. Ja, schön, dass du die erstmal so richtig fette Shotgun-Pumpen verpasst hast. Damit es auch noch unmöglich erscheint, hier weiterzukommen. Surprise, Motherfucker. Ist da oben jemand? Nein. Komm, das schaffe ich schon. So. Die haben uns jetzt auch noch geholt. Wo ist Ryder? Ryder. Oh, der hat einen Feuerlöscher aus irgendeinem Grund. Oh, der hat einen Dildo. Ich will gar nicht wissen, was die hier gemacht haben. Du triffst mich nicht, du Idiot. Bitch. Kill den Endboss Big Smoke. Oh yeah, das werde ich. Surprise, Motherfuckers! Oh shit! Fuck it. Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Fuck, 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 fuck. Ich schaffe es nicht. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Komm, Big Smoke. Big Smoke.
So, sind wir jetzt wieder zurück und wir sind jetzt hier gerade wieder bei Big Fucking Smoke. Jetzt töten wir diesen Penner ein für alle Mal. Fuck it, lad nach, weiter geht's. Big Smoke, geht doch. Fahr, flieg nach Hause, na toll. So, ich hab noch ein paar Typen umgebracht. Ah, natürlich, hier war noch eine Schutzweste und so. Natürlich, da wo er herkam, da war alles gewesen, natürlich, natürlich. Man hatte ja überhaupt keine Chance, dorthin zu gehen, das alles abzuholen. Das alles einzusacken. Nee. Man musste erst Big Smoke töten, um das alles wieder einzusammeln. Vorher wäre es besser gewesen. Den ganzen Polizisten, die ich hier noch umgebracht hatte. So, jetzt können wir auch hier endlich weg. So, weg von hier. Say my man. So. Steigt ein. Eure Hilfe wäre ziemlich geil gewesen dort drin. Und weg von hier. Zurück zu den Vinewood Hills. Wir werden jetzt wahrscheinlich Konstantin wieder zu sich, also zu seinem gemütlichen Zuhause da jetzt gleich absetzen. Dann ist die Mission wahrscheinlich beendet, glaube ich. Und dann müssen wir noch weitere zwei Missionen spielen. Beschwer dich nicht. Beschwer dich nicht. Ich kann dich auch rauslassen, ne? Vergiss. Da warten schon welche, ey. Das ist alles so belebt, einfach mal eingebaut. Das ist alles richtig belebt. Ich möchte mir das nochmal ansehen. Das ist hier wirklich ziemlich belebt, einfach mal. Ein Helikopter, dann ist ja noch ein Typ, der mit einem anderen redet. Da, einer guckt dahin die ganze Zeit. Ziemlich gut gemacht. Endlich zu Hause. Sollen wir noch gegen die Vagos kämpfen? Vielleicht. Ach, die kämpfen einfach so aus Spaß gegen die. Ach so, okay. Mission erfüllt und dafür haben wir jetzt Respekt. Bitches. So. Auf zu der nächsten Mission, würde ich mal sagen, ne? Wenn dieser wunderschöne Blackscreen weggehen würde, danke. So. Und die Vagus Gang, okay. Erzählen wir mal den Hintern von den Vagus versohlen. Los geht's. Die Vagus Gang. Ey, wir treffen uns am Tunnel. Die Vagus macht da ein Deal. Okay. Fahr zum Tunnel. Und ich kann die wahrscheinlich nicht anheuern. Nein. Natürlich nicht. Na dann los. Also, es ist alles ziemlich schön belebt hier gemacht. Und da sind keine Wachen mehr. Okay. So, dann fahren wir zu diesem Tunnel dorthin und werden den Vagos gleich ihren Deal versauen. Dann müssen wir schön vorsichtig hier fahren. Oh mein Gott. Oh my goodness. Oh my damn. Okay, schön vorsichtig warst du. Schön vorsichtig. Mir fällt gerade auf, ich bin hier, wo ich jetzt gerade herfahre, ziemlich selten gefahren. Eigentlich gar nicht. Oh shit. Oh fuck. Oh wow. Ich habe eine neue Abkürzung entdeckt. Genau, die werde ich jetzt immer benutzen. Die war geil gewesen. Könnte ich mal öfters nehmen, wieso nicht? So, biegen Sie rechts ab, dann weiter geradeaus. Oh shit. Ich wusste doch, dass Sie über diesen Tunnel da sind. Runter vom Motorrad, fetten Schade. Runter vom Motorrad. Ah, Scheiße, was ist mit mir los heute? Ich halte nicht mal meine eigenen Regeln.
Was ist los? Wo ist Konstantin? Er wird gefangen genommen. Töte die Vagus und die anderen Dealer und dann klau das Geld. Okay. Hey, Bitches! Euer Deal ist jetzt Geschichte. Mein Wagen ist unzerstörbar. Und alle sind tot. Geht doch. Danke für das Geld. Was machen die Chinesen hier? Und im Hintergrund einfach mal nur die Leichen, die da rumliegen. Einfach mal. Geh wieder raus. Okay. Auf. Und davon. Zum Glück ist mein Wagen unzerstörbar. Bin da! Du kommst ein bisschen zu spät, Konstantin. Tja, ja, zu spät. Ich habe alles erledigt und die Chinesen haben uns verraten. Ja, sorry, musst du meine 10 Big Macs aufessen. Weltrekord. Oh Mann, du mit deinen Big Macs hier. Fahr neben der Vagus-Gang, um noch etwas zu holen, okay? Na dann. Fahren wir mal dorthin. Die Vagus sind doch nicht dort. Das sind doch diese Los Aztecas. Los Alcatraz. Nee, nicht Alcatraz. Oh mein Gott, wieso Alcatraz? Los Aztecas. Nee, nicht Aztecas. Wieso Aztecas? Wie komme ich auf Aztecas? Scheiße. Vergiss ja immer diese Latinos da. Ups, sorry, Bro. Na, wer hat mich gesehen? Oh, ein Officer, natürlich. Guten Tag. Hol die motherfucking Minigun. Oh, jetzt wird gemetzelt. Ho, 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 was habe ich denn da gefunden? Jetzt fick sie alle, aber nicht anal. Nein, ich will sie nicht anal nehmen. Tut mir leid. Töte die Vagus-Gang. Oh, mit Vergnügen. Mit Vergnügen werde ich die umbringen. Sag mal, wer ist das denn hier? Guten Tag. Du bist tot. So, wer will sich noch mit mir messen? Da, guck mal. Oh yeah. Jeder wird gefickt hier. Aber nicht Anna. Wer knallt mich da ab? Böser Fettarsch! Heute nicht. Du bist weg. Waren das jetzt alle? Sieht so aus. Ein paar wollen noch flüchten. Okay. Werden die aber nicht schaffen. Zerstöre das Flugzeug. Das Flugzeug, okay. Na dann. Zerstören wir mal das Flugzeug. Wir lassen einfach mal kurz Konstantin mal weg. Weil ich muss gerade schnell ein Flugzeug zerstören, wie es scheint. Halt, stopp! Er kommt nicht so leicht davon. Fahr nach Hause. So, die Vagus sind jetzt wieder Geschichte. So, dann holen wir jetzt nochmal kurz Konstantin. Muss ja irgendwo sein, der Knilch. Nein, scheiß drauf, er ist weg. Dann fahren wir mal nach Hause. Ah, dieser wunderschöne Weg zu mir nach Hause ist immer wunderschön. Vor allem die Fahrt dorthin ist einfach nur atemberaubend. Dieser Weg dorthin. Einfach nur geil. Wieso habe ich mir nur so ein Zuhause ausgesucht? Naja, Vinewood Hills halt, ne? Dort ist die Kriminalität nicht so hoch wie hier. Stimmt auch allerdings, ne? Ja, benutzen wir doch lieber den Highway. Dann sind wir schneller da. Scheiße, ich musste aber dafür nach rechts.
Ah, da müssen wir kurz hier hinfahren. Machen wir jetzt mal so was hier und fahren weiter. So wird das gemacht in Basel zu Hause, ne? Prägt euch das ein, Leute. So. Dann fahren wir jetzt mal. Dorthin. Scheiße, auf die falsche Spur. Kacke. Nein, shit. Das geht natürlich auch. Vorsichtig, Leute, vorsichtig. Nein! Nein, 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 nein. Nehmen wir noch mal unsere Abkürzung hier. Die ist schön. Die gefällt mir. Die Texturen sind auch antörend. Vor allem hier kann man sehr gute Tricks mit einem Skateboard oder mit einem Fahrrad machen. Nur leider gibt es ja hier in diesem Spiel keine Skateboards, nur halt als Mod. So, jetzt fahren wir mal elegant da rein. Guten Tag, die Herren. Bin wieder da. Endlich zu Hause wieder. Oh. Sollen wir es noch den Verrätern heimzahlen? Ja. Konstantin habe ich leider vergessen. Sein Geist ist aber mit uns. Du meinst die Chinesen? Vielleicht. Ja, wieso vielleicht? Fortsetzung folgt. Oh mein Gott. Wie spannend. Mission erfüllt und dafür haben wir jetzt wieder Respect plus Speeches. Wenn du hackst, mach einfach einen Black Screen an. So, auf zu der letzten Mission, die chinesische Gang. So. Ah, okay. So, weiter geht's. Die chinesische Gang. Steig in deiner Karre ein. Okay, wie immer. Wieso nicht? Fahr zum Tunnel. Schon wieder? Ach komm. Schon wieder zu diesem beschissenen Tunnel hinfahren, das hatten wir doch schon gehabt. Und wir sind da. Geh rein und untersuche den Tunnel nach Hinweisen von den Chinesen. Hier ist keiner mehr. Nimm ne. Okay. Ein Koffer, da sind nützlich Dinge drinne. Was denn für welche? Und da steht sogar, wo die chinesische Gang ist. Natürlich, die haben auch eine Visitenkarte, ne? Wir wohnen bei dieser und dieser Straße, ne? Und bei dieser Stadt. Ey, Konstantin, ich weiß, wo die chinesische Gang ist. Ich fahre zu die. Muss ich wieder zurück zu den Vinewood Hills fahren? Das ist schon. Was zum Teufel? Ja, was soll das sein? Die Chinesen sind auch hier? Oh shit. Folgt den Markierungen. Okay. Jetzt folgen wir mal den Markierungen hier. Wohin denn? Oh, Kacke! Wohin? Oh, die Grove Street ist auch hier, um mir zu helfen. Tschüss. Arrivederci, Motherfuckers. Hol Konstantin ab. Okay, wir holen Konstantin ab. So, da sind wir jetzt. Hallo, was geht? Oh, fahr zum Casino. Konstantin, willst du nicht einsteigen? Konstantin. Konstantin? Jetzt willst du mit mir fahren, ne? Komm, steig ein, altes Haus. Wir nehmen jetzt den Highway. Und fahren nach Las Venturas, wie es scheint, weil da steht ja Casino und die einzigen Casinos hier sind in Las Venturas. Auch bekannt als Las fucking Vegas. Und es sind natürlich keine Fahrzeuge hier. Es ist nämlich da gab es mal in Deutschland diesen einen bestimmten Tag, an einem Sonntag oder Samstag, ich weiß nicht mehr. Und da fuhren überhaupt keine Fahrzeuge, gar nichts. Da durfte man nur mit Genehmigung fahren. Weil die wollten, glaube ich, die Umwelt sparen oder so, keine Ahnung. Also die Umwelt von den Abgasen ein bisschen. What? Fuck yeah.
die Umwelt ein bisschen, also halt schützen. Und da durfte man halt nur mit Genehmigung fahren. Und man konnte halt einfach so schnell fahren, wie man möchte. Und einfach scheiß auf rote Ampel oder so, da konnte man einfach fahren, weil es gab überhaupt niemanden, der einfach da irgendwie gefahren ist. Halt. Nur halt Krankenwagen, Polizisten und Typen, die eine Genehmigung hatten. Natürlich, die haben Katanas. Sehr geile Security. Her damit. Guten Tag. Okay, die haben schon Waffen. Wow! Natürlich, wir haben Konstantin abgeholt, aber der kann nicht mit uns hier reingehen. So, wo ist er denn? Du bist tot. Du bist tot. Ich hab dich da hinten gesehen. So leicht kommst du nicht davon. Bitch, stirb. Und du auch. Oh shit. Okay. Das ist mir so ein Bossfight geben mit Big Fucking Smoke. Komm schon, stirb doch. Das wird ein Kampf. Das ist ein Kampf gegen zwei Giganten. Zwischen zwei Giganten. Ach, stirb doch endlich. Danke, geh zum Boss. Ja, warte mal. So, jetzt. Der Boss war Kirill, die leckere Kiri-Käse. Wer ist Daniel? Geh raus und sag es Konstantin. Wer war zum... Heißt du Daniel? Also der Missionsmacher Daniel, der unbekannte Typ namens Daniel, okay. Aha. Schon mal nett, deinen richtigen Namen zu wissen, ne? So. Konstantin, ach da. Konstantin, der Boss war dein Bruder. Ernsthaft jetzt? Was? Ist die Leiche noch da? Nein, aber in meinem Wagen. Oh Gott, okay. Was, du hast ihn aufgegessen? Warum? Ja, sorry, ich wollte mal die Käse probieren und es war grässlich. Okay. Oh nein. Das tust du mir jetzt nicht wirklich an, oder? Das tust du mir jetzt nicht ernsthaft an hier. Fuck. Fuck. Okay. Auf nach Hause. Trautes Heim, Glück allein. Ende im Gelände. Oder auch nicht. What? Und weißt du, wenn du die Kiri-Käse nicht kennst, dann weiß ich auch nicht. Doch, ich kenn das. Mission erfüllt und darf einmal Respect, Bitches. So. Das war mal eine Mission gewesen, wo ich nicht aufgetaucht bin. Und ich muss mich ganz kurz ein bisschen strecken. So. Ja, das war mal eine Mission ohne mich gewesen. Aber an sich war es ziemlich gut gestartet gewesen. Nur das Einzige, was da war, ist... Ich weiß jetzt nicht, die Story an sich habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Man hat jetzt einfach mal random einfach mal... Man musste einfach ganz random Konstantin abholen, der auch so eine Gang hat. Hier, du selber mit deiner Grove Street Gang hier. Du musst da aufs Land fahren, dort einen Hubschrauber abholen, zu Sweet fliegen, ihn retten von den Ballers, dann muss man hinfliegen, aus irgendeinem Grund muss man Pulaski noch umbringen, die ganzen Cops, dann waren auch noch die Ballers da gewesen, dann muss man reingehen, noch die Cops und dann noch Big Smoke aus irgendeinem Grund töten. What? Das ergibt keinen Sinn. Und diese ganzen Fahrten hier auch zum Beispiel, immer fahr dorthin, dann muss man wieder zurückfahren zu Konstantin, ihn abholen, dann zum Casino fahren, dann wieder zurückfahren nach Hause und...
Aber für einen Anfänger waren die Missionen ziemlich gut gewesen. Du hast es wirklich hier auch, also mit den Actors ziemlich gut gemacht, dass du, also quasi, nicht, dass es hier so leer erscheint, sondern dass dort auch welche waren, die sozusagen die Villa hier beschützen, oder hier welche waren, die rumreden und auch einfach mal so wie ganz normale Menschen interagieren hier. Und ja, an sich war es ziemlich gut gewesen, nur halt die Story und die ganzen langen Wege waren, ja, gewesen, ne? Und ja, aber lange Wege müssen auch sein, deswegen streichen wir diesen Punkt weg. Man muss halt dorthin fahren, Beweise sichern, zu Konstantin fahren. Es ist einfach ganz normal gewesen, nur halt die ganzen Fahrten waren an sich, wären für euch wahrscheinlich langweilig gewesen. Ich meine, ich könnte es ja fahren, aber dann würde ich die ganze Zeit nur so sitzen. Ich glaube nicht, dass ihr das auch gerne sehen wollt, ne? Aber an sich war es ziemlich gut gewesen für einen Anfänger. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich zu der nächsten Mission wieder. Bis dann. Na.